Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Wir sind hier in einem unserer Siedlungen, es wird hier fleißig gearbeitet. Nicht jeder hat einen Job mittlerweile, aber das wird schon noch werden, hoffe ich mal. Hier wäre es sehr cool, wenn man einen Stand reinmachen könnte, also so ein Handel, ne? Das wäre echt cool, eine Küche oder so wäre fein, aber ist wurscht. Macht nichts. Wir haben... Gibt es irgendwas, das ich für dich tun soll? Tauschen? Schauen wir mal. Na klar. Kronkorken, lol. Nee, passt schon. Wir gehen jetzt einmal ganz rasch zurück zu unserem Heimatdörfchen. Sanctuary Hills. Was haben wir da unten eigentlich? Ach so. Okay, ja. Alles gut. Also schnell nach Hause. Wir gehen uns schnell ausleeren. Und dann würde ich vorschlagen, vielleicht finden wir schon eine bestimmte Quest an, denn Level 15 haben wir schon. Ich möchte nämlich gerne, oder warte, vielleicht machen wir die Minutemans fertig. Also nicht die Burschen und die Mädels dort, sondern deren Quest. Und zwar habe ich da auch schon eine Idee, mit Hilfe unseres Raketenwerfers. Könnten wir da schon was reißen? Hallo Pippa. Hey, sag einfach Bescheid. Suchst du was Bestimmtes? Ja, und zwar alles, was du hast. Ja, damit. Hat auch schon bessere Zeiten erlebt, was? Jo. Und hier schmeißen wir gleich mal den gesamten Schrott rein. Als nächstes kommen die Waffen, die ist dran. Kommt rein, das kommt alles rein. Splitterminen. Ja, Vorschlag haben auf jeden Fall, kommt mal rein, das behalten wir noch, das kommt weg. Das behalten wir noch, die kommt weg und die kommt weg. Als nächstes das, dieses und jenes und das und dieses und jenes und das sowieso. Dann, badadam, Hilfsmittelchen, diverses, Munitionen können wir ich auch lassen. Moment. Ah, hier, da, gibt es da etwas? Ja, das können wir weghauen. Die Eier. Ja. Das Fleisch. Ich habe vergessen zu ernten, fällt mir gerade auf, ne? Ist wieder supi. Red Away. Werden wir, glaube ich, 6-mal bunkern. Schmutziges Wasser tun wir alles rein. Dann können wir gleich einen Topf kochen gehen. Der Wodka kommt auch rein. Ich glaube, das passt. Dann gehen wir mal schauen. Hin du gleich. Erinnerst mich an mich selbst, als jemand Frau. Ja. Ich habe mich immer in Schwierigkeiten gebracht. Freut mich für dich. Also, hier wird gleich mal scheint geerntet. Scheint wirklich was zu werden. Hallo, Kotzi. Vor, wie schön es ohne diesen verfluchten Regen wäre. Okay. Oh. Es regnet wirklich. Einen Moment. Entschuldigung, da musste ich kurz mal husten. Also, wir sammeln fleißig unsere Sachen hier ein. So, auch die lieben Möhrchen. Erzähl lieber nichts über diesen Ort. Man kann niemandem vertrauen. Wir haben noch nie jemandem was von dem Ort erzählt. Nein, Spaß. Noch nicht. Passt? Boah, da regnet es jetzt anständig. Wie geht's dir denn eigentlich, meine liebe Rosi? Ja, die scheint noch glücklich zu sein. Passt. Machen wir wieder zu. Es zieht. Passt. Hier ist noch alles gut geschützt, hoffe ich mal. Und dann würde ich sagen, die Hilfsmittel. Na komm. Wo haben wir es denn? Der Flaschenkürbis kommt rein. Die Karotten kommt rein. Der Mais kommt rein. Die Melonen, die Mutterbeere und wo ist die Tattoo-Pflanze? Die kommt auch rein. Ich habe immer noch keine Ahnung, was wir mit dem Weizen anstellen sollen. Ich glaube eher, das bearbeitet noch keiner. So, Gemüsesüppchen. Ich koche mehr, als ich essen tue.
Ich weiß. Na, warte hier. So, perfekt. Wir haben sogar noch ein bisschen schmutziges Wasser übrig. Weißt was? Gemüsestärke. Machen wir auch ein paar. So. Das gibt nämlich ordentlich für Level Up und so. Gibt's ja eigentlich Krabbelkriecherfleisch, was zum Teufel soll. Mit Öl? Ich hoffe, das ist jetzt aber doch ein. Ich hoffe, das ist doch ein Öl, was man auch wirklich verträgt. Also kein Motoröl, ne? Ja. Naja. Verlassen. Passt. Ich muss schon wieder ein bisschen rumpusten, weil dieses Viech mich schon wieder stechen will. Ich brauche jetzt mal etwas, wo wir unsere Radioaktivität endlich mal wieder loswerden. Kleidung, Hilfsmittelchen, das müsste hier irgendwo dabei sein. Ach, was hatte ich denn damals? Max AP. Nein. Strahlung widerstehen. War das das? Nein, widerstehen. Hier, right away, ne? Dann nehmen wir mal eins. Das müsste es schon gewesen sein. Das hebt jetzt ein bisschen auf. Schauen wir mal, wie weit es geht. Ah, könnte man fast ein zweites vertragen. Aber ja, ich glaube, das geht schon. Ja, das glaube ich dir. Wir gehen eine Stunde schlafen, dann sind wir genesen. Und dann gehen wir weitermachen. Oh, wir sind gut ausgeruht. Jetzt da schauen wir mal doch rein in unsere Quest, ne? Mechanische Bedrohung. Hört ihr das Karawans-Notsignal an? Empfängt ein Notsignal. Ich sollte es mir anhören. Radio? Karawan-Notruffrequenz. Dies ist ein Notruf. Unsere Karawane wird von feindlichen Robotern angegriffen. Wir brauchen dringend Hilfe. Wir sind direkt östlich von Watts Electronics. Falls jemand in der Gegend helfen kann, dann bitte, sofort. Ada, setz diese Nachricht in eine Schleife. Ja, Sir. Oh. Okay. Dies abgeschlossen. Ist ein Notruf. Jawohl. Haben wir schon begriffen. Karte. Wo ist es denn? Muss ich das jetzt selber finden oder? Fü. Muss ich mich vielleicht nochmal anhören? Oder es ist bei der Quest. Tate Dingens. Finde die Karawane. So, warte jetzt vielleicht. Da, hm? Finde die Karawane. Ich hätte hier gern Symbol und so. Dann muss es so funktionieren. Ey, dann können wir gleich das hier mitmachen. Ich freue mich. Was wären jetzt schön in der Nähe? Eh nur hier, ne? Da so querfeld einhatschen. Oder wir gehen hier hin. Was vielleicht schlauer wäre. Und immer schön den Weg entlang. Ich glaube, das wäre fast schlauer. Als wir quer durch die Stadt zu laufen. Mhm. Weil wir schlau sind. Schauen wir bei den Kotzis vorbei. Mhm. Die männlichen und die weibliche Kotzis. Ja. Mrs. White hat sie geheißen, ne? Die eine. Die Gärtnerchefin. Jö, das ist wieder schön.
finster und schieres Wetter. Ich hätte mich vielleicht ein bisschen ausruhen sollen. Ich hätte mich ausruhen sollen, es wäre wahrscheinlich schlauer gewesen. Aber was soll's. Wir marschieren jetzt trotzdem frohen Mutes, gestärkt mit kaum radioaktiver Verseuchung, marschieren wir jetzt an unser nächstes Ziel. Zu unserem nächsten Ziel. So. Immer ein Auge offen. So. Sind wir da richtig? Jetzt muss ich da lang, ne? Ernsthaft? Nee. Da lang? Fast. Da so lang. Da gibt es noch eine Straße. Die da. Irgendwie. Was ist das da vorne? Da wird schon irgendwo scharf geschossen. Ach du Scheiße. Wir schleichen uns an diesen Raider. Nein, blinder Trottel ran. La la la. La di la. Ey, nicht zurückgehen. So treffe ich dich ja nicht. Du Fiesling. Aber jetzt. Bam, bam. Und? Hey, da draußen ist was. Yeah. Yeah. Noch ein Plünderer. Jupp. Huch. Nachladen. Warum ist es so still? Mr. Gatzi. Bist du Freund oder Feind? Was war das? Feind. Boom. Boom. Den müssen wir leider auch plätten, weil sonst macht was der mich Platz. Du, war? Komm her. Ich hoffe nur, dass der eigentlich nicht gut war. Also, das wäre sonst schade. Wir haben sie bekommen. Wir sind hier Boom. Nicht allein. Boom. Boom. Komm, gleich hammern. Ich bilde mir wohl schon Dinge ein. Jawohl. Noch jemand? Was sind die jetzt da für Leute? Langfinger? Suche beendet. Keine Feinde entdeckt. Kampfbereitschaft einstellen. Okay, dann werde ich jetzt hier mal kurz speichern. Das ist mir jetzt gerade ein bisschen komisch. So, am besten hier. Nähern Sie sich und geben Sie sich zu erkennen. Rechtschaffenen Bürgern wird kein Leid geschehen. Okay, ich bin ein rechtschaffender Bürger. Dieser Bereich. Sonst verkommt das alles ja nur. Suchprotokoll fort. Alles Hallo? Sauber. Da oben müssen Roboter. Ganz eindeutig. Es ist halt jetzt nur die Frage, ob er ein Freund ist. Scanne nach Feinden. Ich bin aber keiner. Weg. Einfach so. Piper, hast du den gerade angeschossen? Ja, hat sie. Was soll man machen? Also speichern. Okidoki. Mr. Kotzi.
passt. Journalisten auch zum Alltag gehört. 14, den haben wir auch geschafft. Wow, hat er gerade eine Fusionszelle gehabt? Gut. Ansonsten, gegnermäßig scheint sie in Ordnung zu sein. Boah, ey. Manchmal, ne, vor allem wenn man zielen muss und so, da kann man echt nicht... Also ich tue mir das schwer. Auch als Frau, wo das doch flüssig gehen soll. Wo das flüssig, wo es flüssig gehen soll mit dem Sprechen. Alter. Ja. Nix mit flüssig gehen. So. Dann müssen wir weiter hier lang. Also. Alter, Gelse, hör auf, ich klatsch dich weg. Ich schwör's. Ich klatsch dich weg. Wir können da jetzt geradeaus oder noch ein Stückchen den Weg entlang. Ist gleich besser, das dürfte ein See oder so sein. Ja. Das heißt, ein Stückchen noch da lang. Immer unser wachsames Auge offen halten. Ist das der Diamond City? Nö, oder? Falsch. Nee, nee. Also noch ein Stückchen da lang und dann müssen wir darüber. Also hier nochmal. Boom, boom, Clash. Und? Ja, so ziemlich richtig. Aber können wir mal eine Zeit lang hier bleiben eigentlich. Mir ein bisschen so schräg vielleicht, wenn es möglich ist. Da haben wir wieder eine Letten. Die weichen wir aus. Da haben wir ein Häuschen. Das ist aber nicht betretbar. So, ich drücke immer ein bisschen quer, also die ganze Zeit eigentlich. Weil, damit ich nicht in irgendwas reinstolpere, was mir nicht gut tut. Was? Da hat's recht, sowas passiert mir eigentlich nie. Was, da drüben? Wie bin ich jetzt gelaufen? Ach du Heilige. Oh, oje. Muss ich etwa da oben drüber? Das könnte natürlich auch sein. Oh je. Uah, Alter. Blöde Babykäfer, echt. Ach du Heilige. Na, wo bist du, Kackviech? Alter Schwede. Ich hab's doch gewusst, dass die schlüpfen, ne? Und ich erschreck mich trotzdem. Traumhaft. Ich werde nicht alt. Super. Ich werde mal meine geliebte Gemüsesuppe essen. So, das ist mir auch glatt ein Speichern wieder wert. Meine Nerven. Ja, die sind sehr dünn bei mir. Seidig dünn. Halt. Da hat er kurz gesteckt, tun. Ah! War. Ah, Käfer. Okay. Aber ansonsten nichts. Okay, ob ich den so treffe? Ja, ein bisschen noch. Piper? Kommst du? Vorsicht. Käfer. Naja, denn der Wisch ist so irgendwie nicht. Ich will da hoch. Ich bin da schon wieder falsch? Oh, ruck. Oh, Blümchen. Aber jetzt erwische ich dich, glaube ich. Nichts erwischt. Käfer?
bringt sie gerade irgendwie nichts. Jetzt fliegt er wieder weg. Hallo? Ich will dich doch nur erschießen. Oh, das sind mehrere. Jawohl. Jawohl. Muha. Das lief super. Pippa, bist du da? Wo ist denn die Pippa jetzt eigentlich? Käfer? Da vorne ist ein Käfer. So, und der zweite Käfer ist da. Jetzt muss ich schauen, wo die Pippa ist. Piper, wo bist denn du? Irgendwie ist die verschwunden, die Gute. Pippa? Weh, nicht runterfallen. Irgendwie ist die Piper weg. Wir marschieren auf jeden Fall weiter zu unserem Ziel. Okay, das schaut nur so aus, wenn das gestorben wäre. La 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 la. Wir marschieren durch die Gegend. La 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 la. Und wir versuchen ganz schnell das Questziel zu erreichen. La 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 la. Und ein bisschen Blutblatt hat noch niemandem ernsthaft geschadet. Da drüben? Ist es noch weit oder können wir mit dem Auto fahren? Wenn wir eins hätten. Wow. Nein, sind wir gleich da. So. Hui. Jawohl, das ist radioaktiv verseucht. Ich will noch auftauchen. Hallo? Ja, da wird schon wieder scharf geschossen, ne? Das dürfte sich hier um die Karawane handeln, die von Robotern angegriffen werden. Großartig. Müllbot. Du Heilige, ne? Meine Güte. Hoffentlich kommen wir da nicht zu spät. Ich nehme da einen neuen Spielstand. Sicher, sicher. Oh, wer hat mich denn da jetzt angeschossen? Pippa, bist du da? Zwei? Wo ist denn da jetzt wer? Ich habe, glaube ich, irgendwas Böses angeschossen. Ich habe keine Ahnung, was ich da gerade... Schwarmbot. Ist das gut, dass da gerade explodiert ist? Nachladen, jawohl. Entschuldigung, ich bin schon mal voll angespannt. Was zum Teufel geht denn hier ab? Fertig? Ja, schalte die Roboter aus. Rede mit dem Roboter. Welchem Roboter? Oh, ist das diese... Ach, wie hieß sie schnell? Ember oder so? Die da vorhin da die kurz zu hören war. Bei diesem Funkspruch. Die diese Dauerschleife senden hat müssen sollen tut. Wo liegen da jetzt wir? Hallo? Roboter? Ah, da ist einer. So, her mit dem Graffel. Da liegt einer. Ja, da ist er jetzt. Ah, Servus, Kaiser. Müllbot? Oh, da steht er, der Roboter. Wer ist das? Lisa. Oh je.
Die hat's dahin gerafft, ne? Den haben wir schon. Dann du. Dann du. Brotta. So, sind das hier schon... Nein. Der hat aber eh schon viele geblättert eigentlich, ne? Kann man ja gar nicht schimpfen. Der hat ja ganze Arbeit geleistet. Shades. Hört. Ada, da ist sie. Ada. Ada. Ada, sowas, ne? Turning. Jackson. Huch, Entschuldigung. Bitte leg dich hier zu deiner Freundin. Entschuldigung, das wollte ich so nicht. Schaut gerade arg aus, aber na bitte. Die haben wenigstens Spaß. Entschuldigung. Entschuldigung. Ja, die haben Spaß. Sehr würdevoll, ich weiß. ja. Sehr würdevoll. Marvels Rattenfleisch. Pfanne. Sehr gut. Der berät sich gleich selber mit. So lobe ich mir das. So lobe ich mir das. Her mit dem Graffel. Du auch, Zoe. So, da auch. Da auch. Hier und da alles mitgenommen. Ölkanister. Noch was da? Nein, ne? Schaut nur so aus. Dann haben sie auch eine Badewanne. Einen Moment. Ich musste kurz niesen. Entschuldigung. Ja, ich weiß. Irgendwie habe ich gerade Zustände. Keine Ahnung. Verbranntes Buch. Ein Schlafsack. Nur eine Stunde. Meine Freundin, ich glaube nicht, dass wir schon fertig waren. Was? Hallo. Gleich bin ich fertig. Da haben wir noch ein Lasergewehr. Ein Steampack. Wunderprächtig. Mr. Handy-Treibstoff. Okay. Und Schrottpatrone. Noch irgendwas? Was ist das? Ein Wecker, Schüssel und was bist du? Trinkglas. Super. Schön. Also, wer bist du? Ada. Haben den Angriff nicht überlebt. Danke für Ihre Hilfe. Ich war mir sicher, hier ebenfalls mein Ende zu finden. Keine Ursache. Alles okay bei dir? Alles okay bei dir? Der physische Schaden ist gering, aber ich verzeichne Traurigkeit und Wut aufgrund des Verlusts meiner Freunde. Das mag sich von einem Roboter seltsam anhören, aber sie waren meine Familie. Danke nochmal für ihre Mühen. Ich weiß, dass sie es ihnen ebenfalls gedankt hätten. Was bist du? Kein Ärger. Dein Glückstag. Dein Verlust tut mir leid. Ja, ja, was bist du? Natürlich ein Roboter, wie wir schon öfters kennengelernt haben, ne? Mit künstlicher Intelligenz. Also können wir uns das da oben sparen. Und Glückstag ist ja super, ne? Kein Ärger, nein. Dein Verlust tut mir leid. Mein Name ist Ada. Das war das dritte Mal, dass wir von solchen Robotern angegriffen wurden. Trotz der Verbesserungen an Waffen und Ortung, die Jackson durchgeführt hat, konnte ich sie nicht besiegen. Wer ist Jackson? Das war der eine, der da hinten liegt. Greifen euch sicher nicht grundlos an. Pech gehabt. Erzähl mir etwas über Roboter. Wer ist Jackson? Roboter? Wer ist Jackson? Jackson war der Anführer dieser Karawane. Er war technisch enorm begabt. Oh. In vielerlei Hinsicht ist er mein Schöpfer. Er hat mir alle meine Verbesserungen eingebaut. Leider haben sie nicht gereicht, um sie vor den Robotern zu beschützen. Ja, was soll denn das auch bitte schmecken, ne? Was soll das riechen? Du bist verbessert? Nein, erzähl mir etwas über Roboter. Erzähl mir von diesen Robotern. Sie streifen durch das Ödland und behaupten, für Ordnung zu sorgen. Wir haben sie gegen Raider kämpfen sehen, aber sie greifen auch Unschuldige an. Siedler, Kaufleute und Karawanen wie die unsere. Wir wussten, dass wir riskieren, noch mehr dieser Roboter zu begegnen, wenn wir im Commonwealth bleiben. Wären wir doch nur früher gegangen. Oh. Warum bleiben? Es ist nun mal geschehen. Den Preis bezahlt. Das konntest du nicht wissen. Eben, das konntest du nicht wissen. Du konntest nicht wissen, dass so etwas passieren wird. Die Wahrscheinlichkeit eines Angriffs war hoch. Ich hätte unsere Abreise erzwingen sollen. Als Wiedergutmachung werde ich meine Freunde sühnen und diesen Robotern Einhalt gebieten. Es ist an der Zeit, die Quelle aufzuspüren und ihren Anführer zu stellen. Den Mechanist. Ein Mechanist? Mechanist, ne? So sagen es mir halt, ne? Gefährliches Unterfangen, lächerlicher Name. Du brauchst Hilfe.
Der Mechanist? Der Mechanist. Meine einzigen Informationen stammen von den Augenbots. Die Falschen reden von Friede und Gerechtigkeit. Nur eins ist sicher. Diese Roboter bringen nichts als den Tod. Sie haben großes Engagement gezeigt, anderen zu helfen. Bitte helfen Sie mir, diesen Mechanist aufzuhalten. Als Gegenleistung kann ich Ihnen Baupläne für Ihre eigene Roboterwerkbank geben, damit Sie zusätzliche Ressourcen haben. Gerne. Du willst keine Rache? Roboterwerkbank? Fragezeichen. Geht mich nichts an. Ich mache es. Fragen wir mal mit dem Gelben, ne? Du bist auf Rache aus, nicht wahr? Ich gebe zu. Ich verfolge zwei Ziele. Den Mechanist aufzuhalten beschützt zum einen das Commonwealth und recht zum anderen meine gefallenen Freunde. Ich werde erst ruhen, wenn diese Gefahr beseitigt ist. Das schulde ich Ihnen. Zuletzt haben wir eine Gruppe der Mechanist-Roboter bei der General Atomics Fabrik gesehen. Vielleicht finden Sie dort ja Informationen, die uns zum Mechanist führen. Mit Ihrer Erlaubnis werde ich Ihnen folgen und helfen. Ach, das wäre ja super. Bist du sicher? Ein andermal. Nicht jetzt. Los geht's. Bist du sicher? Wir fragen mal nach. Sicher, dass du dafür fit genug bist? Ja. Ich werde nicht ruhen, bis der Mechanist aufgehalten wurde. Dann lass uns losgehen. Ja, gehen wir, Ada. Bei General Atomics gibt es wertvolle Dinge zu plündern. Wahrscheinlich sind die Roboter noch dort. Okay, Piper schicken nach Sanctuary Hills. Ja, das wär mir lieb. Bitte, ja. Bitte. Mach's gut, Piper. Und danke dir für alles. Pass bitte auf den Weg dorthin auf dich auf, ja? Wup, 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 wup. Stufe 16 erreicht. Supi, ich freue mich. Das heißt, muhaha, wir dürfen gleich was Neues lernen. Aber auf was tun wir denn gehen? Da unten geht's noch nicht, ne? Da brauche ich erst Level 18. Ja, da sind noch zwei Level Ups. Das heißt, das passt schon. Sobald wir 18 sind, skillen wir auf jeden Fall sofort Gewehrschütze weiter. Nur was nun? Schwarze Witwe. 15% mehr Schaden im Kampf und sind in Dialogen wesentlich einfacher zu überreden. Außerdem sind sie mit dem Skill Einschüchtern noch einfacher zu beruhigen. Achso, das geht eh noch nicht. Charisma, Wahrnehmung, puh. Ich würde ehrlich gesagt lieber gerne auf Charisma gehen. Ganz ehrlich gesagt. Es ist natürlich alles super, ne? Es ist alles super, es wäre alles super. Ich muss ganz ehrlich sagen, Charisma würde mich schon echt taugen. Da wir überzeugen und so und verführen, egal welchen Geschlechts, welchen Typs, auch bessere Preise und so würde man bekommen. Oder warte. Warte. Wie schaut's mit Diebstahl aus? Geht da wieder was? Da wird was gehen. Du kannst Expertenschlösser und alle Schlösser einfacher knacken. Tut leid, ich brauch das unbedingt. Ist mir gleich. Her damit. Sofort skillen. Eine neue Bedrohung. Schau dich bei Dingsbums um. Hier. Doch zuvor, nachdem wir schon da sind, ich möchte noch schnell dahin laufen. Nur hier hinlaufen, um das zu entdecken. Das heißt, ich möchte hier eine Markierung machen. Gerne, bitte. Und wir tun auch gleich speichern. So, hier am besten. Okidoki. Das möchte ich noch schnell erkunden, da wir schon so in der Nähe, also so weit in der Nähe sind. Ich hoffe, dass das jetzt für euch kein Beinbruch ist. Und ja, so wie es aussieht, haben wir hier auch schon. Die ist nicht sonderlich schnell, ne? Dafür ist sie freundlich. Was wollte ich jetzt sagen? Dafür ist sie freundlich, genau. Nein, da wir schon in der Nähe sind, möchte ich ungern diesen Punkt da drüben jetzt auslassen. Oh, was haben wir denn da? Ein Psycho. Raider Psycho. Ach du Heilige. Nein, das war der falsche Knopf. Ich verstecke mich mal. Ich fürchte, da müssen wir kämpfen. Außer wir kämen so vorbei, dann bräuchte ich nicht kämpfen. Aber da das jetzt auf der Brücke ist, fürchte ich mal, dass die uns sehen. Wir könnten ja... Sind hier nur drei? Können wir eigentlich speichern? Weißt? Probieren wir mal.
bestätigen. Und probieren wir die wegballern, oder? Ich würde halt schon gern den Kopf treffen. Aber das wird halt eher... Warte kurz. Das wäre halt echt super, wenn wir das treffen könnten. Und wie schaut es da drüben mit dem aus? Ah, immer schlechter. Vielleicht jetzt aber. Boom. Der ist hin. Bomben. Wow. Die ist weg. Wo ist noch einer? Da. Warte. Wo läufst du hin? Arschkopf. Ist er hin jetzt? Nö, der ist nicht hin. Wo ist er? Da ist jemand. Ein wilder Bull. Komm, stirb. Haben wir jetzt Ruhe? Jupp. Ja, so schaut's aus. Her mit deinem Zeug. Ja. Wir nehmen alles mit. Brabrabam. Ah, ich mag sie. Die läuft auch so niedlich. Oh, ich bin überladen. Bitte, meine Gute. So, hilf mir. Ja, Mem? Also, ich weiß jetzt schon, ich mache mir auf jeden Fall einen weiblichen Roboter. Ja, bitte. Waffen. Wie immer. So, zack, 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 zack. Zack, zack. Dann würde ich sagen, da drüben. Wie viel kann die tragen? Ich würde mir auch wünschen, wenn man hier sehen könnte, wie viel sie als Gesamtgewicht tragen kann. Wahrscheinlich geht es irgendwie. Muss man wahrscheinlich nur ein bestimmtes Knöpfchen drücken wieder mal und dann sieht man das. Und wieder mal weiß ich nicht. Hoppala. Weiß ich nicht, ob, wie, wo man das finden tut. Jawohl. Dann diverses Schrott. Ja, ich gebe einfach mal alles so. Bla bla bla, bis sie voll ist. Tsch, 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 tsch. Ah, und voll ist sie. Passt. Wie viel haben wir noch? 140. Jawohl. Wie gesagt, ich möchte das da drüben noch gerne erkunden. Ah, noch ein Psycho-Raider. Meine Güte, die sind ja alles voll mit diesen Kerlen, ne? So. Würde ich sagen, wir verstecken uns wieder ein bisschen. Aha. Da ist auch schon so ein Kerl. Na, großartig. Das wird ein Spaß. Das sind Arschlochkäfer. Nanu? Ich glaube, die wollen schon auf uns schießen. Wenn wir jetzt zu laut waren. Au! Wo schießt denn da wer? Wow. Wo schießt denn da wer? Jawohl, weg ist er. Aha, da drüben ist noch so ein Kerl. Ich sehe nichts. Wow, ey. Jawohl! Jawohl! Schau, das lief ja super! Cool! Was, noch mehr? Weil die Musik nicht aufhören will? Nein. Ich glaube, ist gut. So, wo sind die jetzt gestorben, bitte? Da ist einer verreckt.
Jetzt muss ich mich dann gleich zurückporten. Und ich sehe schon, ich muss diese Gelse, die da herumschwirrt, der muss sich leider Gottes... Ich glaube, wir haben es gefunden, oder? Der muss sich leider die Meinung sagen. Also, in Form von, ich erschieß dich. Oder schlag dich. Die ist da gerade total lästig und will mich die ganze Zeit stechen, blödes Mistviech. So, Karte. Haben wir es jetzt nicht gefunden? Ja, fein Geschichtel. Fein, fein. Dann werden wir uns jetzt ganz schnell nach Sanctuary Hills porten. Ich werde mir die Taschen erleichtern. Dann porten wir uns dort in die Nähe hin und machen uns wieder auf den Weg. Juhu, juhu, hurra. So, machen wir schnell. Mit den Skills Aqua Boy and Aqua, und Aqua Girl kannst du unter Wasser atmen. Außerdem bekommst du bei dem Schwimmen keine Strahlung ab und bist unter Wasser für Feinde nicht zu entdecken. Jö. Yeah. Oh, das wäre auch eine feine Geschichte, ne? Meine Gute. Hey. Ich helfe gerne. Hallo. Weiter, wenn ich... Das ist nett, aber ich nehme mal alles mit. Huch. Es wird geschossen. Entschuldigung, Förder. So, jetzt habe ich schon gedacht gehabt, und so, dass hier scharf geschossen wird. Ja? Was war denn das jetzt gerade? Oh, ich habe mich gar nicht verdrückt. Ja, habe ich. Supi gemacht. Supi gemacht. Wieder mal Spitze. Rein, weg, 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 alles weg, 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 weg. Raketenwerferlein, den behalte ich mir schon mal. Ich glaube, mit den Raketenwerfern konnte man Granaten verschießen, oder? Nein, Raketen, irgend sowas. Ah, ich tue nochmal kurz weg. Vielleicht mache ich dann doch zuerst was anderes noch. Wartet. Die kommt auch weg. Die kommt auch. Verdammt. War das jetzt die. Ja, ist sie wurscht. Kommt weg. Die behalten wir. Die behalten wir. Die kommt weg. Weg. Ja, können wir eigentlich auch wegtun. Die auch. Die eigentlich auch. Die sowieso. Die auch. Yep. Die behalte ich. Dann kann ich die wegtun, weil die macht mehr Damage. Die kommt weg. Der kommt weg. 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 Auch weg. 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 Der kommt auch weg. Das haben wir da echt super hinbekommen. Da kann ich mich nur selber gratulieren. So. Warte, und die Herrschaft, genau. Passt. Müsste derweil mal passen. Ja, es wird besser. Das wolltest du doch hören, ne? Also, Inventar. Wir haben noch... Wie viel? Ach, ich habe die Rüstung vergessen. Ablegen. Yes, ist nah. Verdammt, Entschuldigung. So. So. Weg mit euch. Bist du gescheit? Scheiße. Einmal verdrückt und ist schon gefallen, ne? So. Und hier auch noch. Dann hier noch. Und hier noch. Und hier noch. Wah, natürlich eins zu viel, ne? Warte mal, was haben wir jetzt? Die Rüstung, rechtes Bein. Arm, ne? Und das. Scheiße. Na, das habe ich wieder super hinbekommen. Kann ich mir nur das selber gratulieren? Na, nicht Werkstatt, warte. Kleidung. Wah, ich bin so doof. Diese nervöse Finger, ne? Irgendwas mit Taschen. Der wäre auch super.
Taschen, Raider-Rüstung. Metallrüstung. Rechter Arm. Ich hoffe, das passt so. M. Kleidung. Verdammt, das war der linke Arm, der fehlt. Ah, Mist. Mist, verdammter, Mist, verdammter. Dann tun wir den halt weg. Ach, Gottchen. Linker Arm. Pfüh, ist das jetzt echt. Jetzt überziehe ich wieder den Part so verdammt lange. Nur weil ich ein Schussel bin. Darf doch echt nicht wahr sein. So, wo sind denn das jetzt mit Taschen? Rechter Arm, linker Arm. Lederrüstung. Ich habe keine Ahnung, welcher Arm das ist. Da steht nämlich nie alles fertig. X wahrscheinlich untersuchen, ne? Rechter Arm. Was ist das? Linker Arm. So, jetzt passt's. Mit Taschen. Das ist perfekt. Und so. Passt. Gut. Na. Aber wir haben trotzdem noch was zum Ablegen. Es ist immer noch zu viel im Inventar. Die Mods, genau, die gehören auch alle weg. Und Hilfsmittel. Das habe ich wieder echt super gemacht. Ich könnte heulen. Es ist echt wieder blöd gelaufen. Pfui. Backen, Gemüsesuppe geröstet. Weg damit. So, rein damit. So, schnell, 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 schnell. Ich weiß, ich habe jetzt die Steam-Pakete auch drinnen. Aber das macht nichts, die können wir, ich glaube, das ist leichter. Da können wir sie so halt wieder rausholen, das ist ja nicht so schlimm. Wird sie gebrochen, geflickt. Gemüse, achso, ja, da kann ich wieder umschalten. Pfüh, das dauert wieder ewig, bis ich mir das merke, ne? SSS Steambags. 26 haben wir. Ich würde aber gerne 16 nehme ich. Warte, einlagern. Ja, dann haben wir 10. Das passt. Gemüsesüppchen haben wir ja auch noch. Passt das so. Red Away vielleicht. Da würde ich gern 2 mitnehmen. Oder 3? Nehmen wir 3 mit. So, das passt schon mal. Pfüh, echt. Eine Runde schlafen noch und dann sind wir schon wieder gerüstet für den nächsten Tag. So. So. Wunderbar, alles ausgeruht. Wir haben unser Inventar geleert, das ist auch super. Und wir können uns somit wieder frischfröhlich aufmachen für unsere nächste Mission. Ihr Lieben, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wer das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!